produzieren, viel kennen sie aus der Runde. Einige sind neu dabei, einige Unternehmen haben nicht kennen, Notfall überall. Eine tragische Geschichte, also einer wollte kommen und von dem sein bester Freund, der Sohn, hat sie mit 16 Jahren verabschiedet. Und da ist heute Bestattung, Verabschiedung. Und wir sind echt in einer Situation auf dem Planeten, wo wir maximal gefordert sind. Der Herr Bürgermeister ist heute da, diese Ortszentren, die Geschäfte, den Begegnungsraum, diesen realen Austausch, wir brauchen den. Wir haben vor zwei Wochen den Joachim Bauer hereingetan gehabt. Der beschreibt virtuelle Welten, Transhumanismus. Und das ist ein absoluter Albtraum. Da wird eine perfekte Illusion vermittelt, wo die Kinder reingehen, wo es lohnender ist, wo es freudvoller ist, scheinbar, wo sie Erlebniswerte haben, wo sie eine eigene Identität aufbauen. Und den Körper braucht es nicht mehr. Unser, und das durchaus Realitätsverlust, und unser Ansatz ist genau der gegenteilige Realitätsgewinn. Und den schaffen wir in der realen Begegnung. Und das ganz, weil ich gerade in Danzig, Architekt, weißt, es geht um den Raum, es geht um die Berührung, wir sind soziale Wesen und das dürfen wir leben. Und da haben wir über die Wirtschaft riesige Chancen, weil die ganzen Ladengeschäfte, die Cafés, Restaurants, Hotels, also das sind entscheidend wichtige Dinge und die sind gefährdet. Also es gibt Orte wie Schwarzach, hat man jetzt kürzlich gesagt, da sind die alten Geschäfte schon zu. Das ist ein riesen schleichender Prozess und da sind wir maximal gefordert. Wir bauen auf das Motivierende, auf das Lebensbejahende. Es wird holpern und dennoch wird es eine gute Zukunft geben. Und da können wir gemeinsam durchgehen. Und die Ökonomie der Menschlichkeit lädt alle Unternehmen ein, sich anzuschließen und gemeinsam zu wirken. Weil es geht nicht mehr um den einzelnen Unternehmenserfolg, sondern es geht um unsere Kultur, unsere Gesellschaft, um unser aller Zukunft. Und die können wir nur in wir wie die Natur gestalten. Johanna steht neben mir. Johanna ist im Hintergrund, viele kennen sie nicht, das ist mein Schatz. Die Johanna macht das Büro, macht Struktur, macht Finanzen. Und da vielleicht einmal ganz offen gesagt, die Menschlichkeit, da schaffen wir eine neue Säule. Das heißt, die Ökonomie ist Geld und die Menschlichkeit wird eine neue Wirtschaftssäule. Das wird das neue Paradigma werden und die messen wir in Freude. Das heißt, wenn ich eine Freude habe und wenn ich da gut unterwegs bin, wenn ich mich wohlfühlend und wohlhabend bin, dann ist diese neue Wirtschaft. Und wir sind absolut gefordert, dass wir wirtschaftlich stärker werden, dass wir mehr Geld haben, dass wir breiter werden. Also die wirtschaftliche Säule, die bringt uns eine extreme Beschleunigung und jeder ist eingeladen, auch da mitzuwirken. Wir haben, weil mir gestern ein Unternehmer gefragt hat, ja, was ist der Mitgliedsbeitrag? Dann sage ich, ja, der maximale ist 99.999 und der Mindest ist 365. Und jeder sucht sich aus, wo er wird. Ja. Johanna, ich danke dir und diesen Prozess, den wir auch haben, ist so bezeichnend, weil wir sind in so unterschiedlichen Welten. Wir haben uns am Anfang überhaupt nicht verstanden, obwohl wir uns lang haben. Und das hat sich total geändert. Also wenn die Johanna jetzt sagt, das tun wir jetzt nicht oder das kaufen wir nicht, dann kann ich das akzeptieren. Das war vor einem Jahr noch nicht gegangen und die Laura, die halt nicht dabei ist, die hat uns da sehr, sehr geholfen, weil die hat gesagt, schaut, dass ihr zueinander findet und die haben wirklich einen schönen Gemeinschaft mit uns geschaffen. Ja, wir fahren da noch einen Kilometer rein, und da ist ein kostenfreier Parkplatz, da kann jeder das Auto hinstellen. Der Bürgermeister wird noch kurz was sagen zu ganz einem besonderen Thema und dann gehen wir noch zum Gerald, kauft das Haus 50 Meter links, ein ganz ein besonderes Geschäft. Gerald Grazer Urlaub gemacht und hat gesagt, das steht jahrelang, ich mache da was. Und das gehört auch gewürdigt, das ist wichtig, da sind Bauern mit einbezogen. Also das ist ein toller Begegnungspunkt. Und darum war uns auch wichtig, dass wir kurz vier gingen. Darf man jeden auf ein Glas einladen? Antialkoholisch? Also nein. Schnappspezialist. Ich denke ja alles so lang, dass ich da drüber mache. Fülzmoos ist ein wunderschöner Tourismusort. Einige kennen es noch nicht von euch und ich werde sagen, die Hofalm, wo wir reingehen, Oberhofalm, ist ein Schatz. Und was mich berührt, und das hat mir der Christian, der Bürgermeister, gesagt, es gibt ein Projekt, das nicht nur im Andenken ist, sondern das realisiert wird, wo es nicht um einen Ort geht, sondern um drei Orte, wo nicht die Bischofsmütze im Mittelpunkt steht, sondern der Dachstein. Und das kann ganz was Revolutionäres werden. Und lieber Herr Bürgermeister, wenn du in ein paar Minuten vielleicht kurz erklärst, was das Ansinnen ist, wo die Reise hingeht, und laut reden, damit wir einen Ton haben.
Knochen. Bei dir läuft das ja nicht auf. Schau, das geht einfach mir besser. Ja, so ist es. Lebensmittelchef bis vor ungefähr 5-6 Jahren hat dann zugesperrt. Und der Gerald, der jetzt nichts sagen will, war eigentlich als Grazer immer Gast da und hat das. Schauen wir, dass man voll gegessen und so weiter trinkt, ist nur das. Sammlung gibt es. Ich weiß nicht, was mit dir ist.